Nachdem ich schon ein Testvideo mit Aufnahmen der Actioncam ExpoTrack UAD 4K gemacht habe, hier jetzt ein Video der Actioncam in Verbindung mit dem Inky Falcon Gimbal. Dies erweitert die filmischen Möglichkeiten der ExpoTrack erheblich, vor allem bei 4K-Aufnahmen mit 60 FPS. Hier hat die Cam keine eigene Stabilisierung. Diese erfolgt aber jetzt über den Inky Falcon Gimbal. Noch ein kleiner Nachtrag. Da der Inky Falcon Gimbal vor allem für GoPros bzw. DJI Action Cams gemacht worden ist und die ExpoTrack wesentlich kleiner und leichter als diese ist, musste ich an der Feststellschraube ein kleines Gegengewicht anbringen, um die Action Cam auszubalancieren. Auch die Shooting-, Rec- und Timelapse-Buttons sind mit der ExpoTrack natürlich nicht zu nutzen.